Das Sommermärchen bleibt ein Sommermärchen, und zwar ein, mit außerordentlich positiven Wirkungen für das Image Deutschlands in der Welt. Und wenn dann das ein oder andere Verhalten kritisiert werden musste, ist das Aufgabe der Medien. Aber man sollte trennen zwischen dem, was man partiell kritisiert, und dem, was dieses Ereignis insgesamt war. Und da war mehr als nur die ein oder andere Fehlentscheidung, die aufgedeckt worden ist und aufgedeckt werden musste, gar keine Frage. Es war halt mehr. Und dieses Mehr sollte nicht zu gering bewertet werden. Ich halte das für unsinnig, diese Debatte über die WM in Russland. Die wird und soll dort stattfinden. Und ich werde dort auch hingehen. Das ist gar keine Frage. Und jetzt muss man doch hoffen, dass die Kataris, und die werden den Ehrgeiz entwickeln, eine erfolgreiche WM durchführen. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Alles andere ist doch Schnee von gestern. Ich fände es gut, wenn die Europameisterschaft nach Deutschland käme. Das kann man ja nur unterstützen. Und wenn das so wäre, bin ich ziemlich sicher, dass wir, Martin Kind und ich, dafür werben würden, dass Hannover Spielort war, wie Hannover das ja auch 2006 war, wenn Sie sich erinnern.